mal zusammen. Herzlich willkommen in Gelsenkirchen. Jetzt weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Und das ist also unsere letzte Autogrammstunde zum Album. Der Finale. Wir sind seit wann sind wir unterwegs? Seit Mai sind wir unterwegs. Ja, seit Mai mit der Single und seit Juni mit dem Album. Wir haben insgesamt 137 Autogrammstunden gemacht seit Juni. Und das ist wirklich definitiv letzte Station heute hier. Ist mir gerade eingefallen, wo ich in der Rücken stand. Ist euch das auch immer bewusst? Ja, wir waren in ganz Deutschland unterwegs. Von Hamburg bis München, von Frankfurt bis Aachen. 137 Termine und Leipzig. Machen wir auch, Leipzig schon mal auch. Und das ist wirklich die letzte. Ne? Finale heute hier in Gelsenkirchen. Und habt ihr nochmal Glück gehabt, dass ihr noch eine Autogrammstunde abgepasst habt. Finale in Gelsenkirchen. Und zum letzten Mal die Gelegenheit, sich diese CD signieren zu lassen. Und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ne? Wir sind seit Juni unterwegs. Wir waren sogar mal eine Woche in den Charts vor Lady Gaga. Hättest du das mal gedacht? Nee, das hatten wir gar nicht gedacht. Das hätten wir gar nicht denken können. Wir waren in so vielen Realmärkten in Deutschland. Ne? Unglaublich. Wir haben so viele Autogramm schon mal real gemacht. Aber ich glaube, den schönsten Real haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben, oder Matt? Ja, das ist wirklich eine Überraschung für mich jetzt. Die letzte. Ist mir gerade bewusst geworden hinter der Bühne. Unglaublich. Miriam, aktuelle CD von euch, die sehr, sehr erfolgreich ist. Und es ist die letzte Autogrammstunde zu diesem Album. Aber wir dürfen schon mal, vielleicht können wir das heute schon verraten in Gelsenkirchen, wenn das schon die letzte ist zum Album. Ich habe irgendwas gelesen von einer neuen und noch einer neuen. Was bedeutet das denn mit den zwei neuen? Also ich habe auch ganz, ganz lange darüber nachgedacht, was das bedeuten könnte, aber ich glaube, ich löse das jetzt ganz schnell auf. Denn am 9.9., ja, diese zwei neuen, die müsst ihr euch sehr merken, da kommt nämlich die neue CD von uns raus, von Yamatami. Und zwar ist das eine neue Single und wir freuen uns total. Das ist ein toller Sommerhit und wir hoffen, ihr unterstützt uns und wir hoffen, es gefällt euch und ja. Am 9.9. Am 9.9.2011, also ganz wichtig und würde uns sehr freuen, wenn euch der Titel gefällt, wenn ihr die CD nehmt, kauft. Und alle Informationen dazu gibt es auf eurer Homepage, liebe Jess. Wo muss man draufklicken? Muss man da draufklicken auf www.vodafone.de? Nein. Nein, man muss auf yamatami.de klicken, da gibt es natürlich Bilder, Videos und natürlich unsere Videoclips Perfect Elegance and the Moonlight und da gibt es natürlich auch, jetzt habe ich es vergessen, weiß ich jetzt gerade nicht, auf jeden Fall gibt es yamatami.de und uns findet man natürlich auch im Facebook, StudiVZ, SchülerVZ, ja, ne? So viel, ja, kann man überall gucken. Ja, Jess Maxx, ne? 137 Autogrammstunden, aber die letzte ist immer die aufregendste, ne? Das ist ganz klar. Und wenn man schon mal in Gelsenkirchen sein kann mit einer Autogrammstunde, ne? Das ist schon unglaublich, schon mal für sich alleine. Matt, ja, schöne Kette, muss ich wirklich sagen, toll. Unser Matt, was denkt ihr, ich frag mal, jetzt bin ich ja mal gespannt, ja, was denkt ihr denn, woher der Matt kommt, ja, wollen wir das heute mal zur letzten Autogrammstunde auflösen, darf ich drei Lösungen vorgeben, vier, pass auf, ihr ruft einfach ja, wenn ihr denkt, das stimmt, kommt Matt aus Bulgarien, wolltest du das gerade sagen, Bulgarien, nee, ja. Kommt Matt aus China, nein, aus China auch nicht. Kommt Matt aus Sri Lanka? Nee. Kommt Matt aus Holland? Ja! Hast du das gemerkt, woran merkt man das, dass du aus Holland bist? Vielleicht an meine blonde Haare. Das glaube ich, das wird es wohl sein. Ja, an den blonden Haaren. Ja, mehr von man gar nicht, ihr wisst ja, woher die vier kommen. Ansonsten kann man das nochmal nachlesen. So.